Walter zieht seine legendäre Kapitänsuniform an. Frauen lieben Uniformen. Er sieht aus wie ein Clown. Es wird ziemlich erotisch. Mein liebes Schwänchen, dann zeig ich dir mal, wie Tango geht. Und der krasseste Korb aller Zeiten. Mein liebes Schwänchen, dann zeig ich dir mal, wie Tango geht. All das und noch einiges mehr gibt's in einer neuen Folge Traumfrau gesucht hier auf meinem Kanal. Dem noch immer mit Abstand schrecklichsten Format aller Zeiten, das ich aber genau deswegen wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Walter, der noch immer in Russland unterwegs ist, kann noch immer nur an sein erstes Date Natalia denken. Der Grund dafür ist allerdings vielleicht ein bisschen eigenartig. Die Natalia ist meine russische Sophia Loren. Es ist die Art, wie sie den Kopf bewegt. Ja, und damit er dann jetzt ihren Kopf verdreht, hat er sich deswegen auch richtig in Schale geworfen und beim Woolworth wahrscheinlich wieder 10 Euro ausgegeben. Dafür hat Walter sich in seine Kapitänsuniform geworfen und packt ordentlich Geschenke ein. Krass, aber eigentlich hatte Natalia Walter ja schon beim letzten Mal nicht mehr gewollt. Glücklicherweise ist ihm das, was Frauen wollen, ja aber völlig egal. Ich weiß ja noch, wo sie wohnt und ich werde jetzt da einfach auf Überraschung und auf gut Glück hinfahren. In der Zwischenzeit hat übrigens auch Carsten wieder sein wundervolles nächstes Date, welches von Xenia organisiert wurde. Und er sprüht wie immer nur so vor Lebensfreude. Auf jeden Fall die Frau ganz herzlich begrüßen. Jo. Du, Carsten, ich finde dich eigentlich tatsächlich ganz sympathisch, aber es wäre, glaube ich, wirklich mal besser, wenn du in ganzen Sätzen antworten würdest, weil Frauen mögen schon Gespräche, weißt du? Ja. Naja, allerdings ist der aufgeregte Carsten natürlich auch ziemlich aufgeregt, was wiederum für aufgeregte Nervosität sorgt. Bin aufgeregt, bisschen aufgeregt, gespannt, was passiert. Ja, und dann ist doch schon der große Moment gekommen und Carsten lernt seine potenzielle Traumfrau kennen. Und die beiden begrüßen sich ein bisschen wie Staatspräsidenten von Ländern, die sich hassen. Hallo, ich bin der Carsten. Freue mich, dass du dir erzählt die Nummer für mich. Hauptsache ist jetzt aber natürlich, dass die Frau Carsten auch gefällt. Und oh mein Gott, er scheint wirklich maximal begeistert zu sein. Also die Margareta, die war nicht schlecht. Sah gut aus. Naja. Alles klar. Und naja waren dann auch erstmal die Dialoge zwischen den beiden. Denn leider weiß Carsten halt nicht so viel über sich selbst. Reisen Sie gern. Ja. Am Ende fiel Carsten dann aber doch noch ein, dass er sich Reisen halt leider nicht so wirklich leisten kann. Das hörte Margarete jetzt aber nicht so gern. Das heißt, ich verdiene wenig. Okay, Carsten, dann mach es doch jetzt einfach so und schütte dieser Frau einfach mal dein ganzes Herz aus und was du jetzt schon für sie empfindest und deine ganzen romantischen Gefühle. Also vorausgesetzt, du hast überhaupt Gefühle. Ja, blöd. Und irgendwie schien Margarete von Carsten auch nie so schrecklich begeistert zu sein, beziehungsweise vom wichtigsten seiner Körperteile, dem Portemonnaie. Nach ihrer Kleidung ist ihr aufgefallen, dass sie nicht so gut finanziell auf den Beinen stehen. Das wiederum fand Carsten allerdings gar nicht so schlimm, denn er hat nun mal immerhin ein gesundes Selbstbewusstsein und er würde sich niemals für eine Frau verändern. Ich bin nun mal kein Schlipsdreher oder kein Kulturstrick. Mensch. Xenia war sich aber immerhin doch noch sicher, dass sie Carsten schon irgendwann mal an die Frau bringen wird und verprügelte bei der Gelegenheit auch gleich mal wieder ein Sprichwort. Wobei ich mich immer noch frage, ob es das nicht vielleicht im Russischen eigentlich doch gibt, aber in den Kommentaren behaupten jedenfalls immer alle das Gegenteil. Zu jedem Obst gehört sein Gemüse. Und ich denke, das ist genau der Fall bei unseren Männern. Walter war währenddessen dann schon beim Haus seiner absoluten Traumfrau Natalia angekommen. Und auch wenn er natürlich absolut alles über sie weiß, blöderweise nicht mehr so richtig, wo sie nochmal wohnt. Es war ein anderer Eingang. Es war nicht hier. Ja, die Eingänge sehen alle gleich aus. Allerdings gab Walter dann sein inoffizielles Lebensmotto ganz viel Kraft. Und das ist ohne Übertreibung, glaube ich, das schlimmste Lebensmotto, das es überhaupt gibt. Ein Nein ist noch lange kein Nein und ich gebe mich damit nicht zufrieden. Genau. Blöd nur, dass Walter dann schon wieder vor so einer Metalltür stand, die er überhaupt nicht aufbekam. Aber dann machte er das, was ich als Kind in der gleichen Situation auch getan hätte. Er hat einfach mal alle Knöpfe gedrückt, die da so waren. Glücklicherweise hatte Walter dann aber Glück, denn einer der Hausbewohner kam plötzlich und hat das Ding einfach aufgeschlossen. Für ihn natürlich ein Wink des Schicksals. Und für Natalia der Beginn eines schrecklichen Tages. Und das ist natürlich dieses Quäntchen Glück, was man immer braucht. Das ist so dieser Punkt, wo es klickt. Ja, und dann fing Walter auch plötzlich an, da munter einfach schon mal Blumenblüten überall zu verstreuen. Ist das nicht vielleicht ein ganz bisschen übertrieben? Dass sie ihn gar nicht wiedersehen will, hat Walter offenbar komplett verdrängt.
Ja, allerdings war Walter immer noch voller Hoffnung, insbesondere darauf, dass Natalia ja vielleicht auch einfach Alzheimer hat. Und ich glaube, das ist auch wirklich die einzige Art, wie die beiden hätten zusammenfinden können. Vielleicht ist sie ja so jemand, der auch das vergisst und sagt, okay, vielleicht habe ich mich getäuscht. Blöd nur, dass Walter dann leider auch nicht wusste, in welcher Wohnung seine Traumfrau denn nun eigentlich wohnt. Aber kein Problem, denn im Notfall unterhält er sich auch einfach mit Türen und einem alten Plastiksack. Hallo. Dann jedoch war es soweit und er hat Natalia tatsächlich gefunden und die war von ihm auch wieder wie immer mehr als begeistert. Kein Wunder, denn es stand ja im Treppenhaus auch plötzlich ein echter Kapitän vor ihr. Frauen lieben Uniformen. Er sieht aus wie ein Clown. Okay, Walter, das musst du mir an dieser Stelle aber bitte sowieso nochmal ganz kurz erklären. Warum zum Teufel trägst du eigentlich manchmal ausgerechnet diese Kapitänsuniform? Weil der eine Uniform hat, beweist Stärke. Er hat Lebenserfahrung, gerade wenn er ein Kapitän ist. Ja, und um Natalia dann was von seiner Lebenserfahrung abzugeben, hat er ihr dann auch gleich ganz viele Geschenke überreicht und wollte ihr dabei dann auch gerne noch helfen. Walter übertreibt's mit der Hilfe und packt sein Geschenk kurzerhand selber aus. Immerhin mag Natalia dann aber Pralinen und nimmt die dann auch gerne schnell an. Kein Wunder, denn in diesem Moment war noch ihre letzte Chance wegzulaufen. Natalia bringt die Süßigkeiten in Sicherheit, bevor Walter die auch noch selber isst. Elvis' erste Flirtreise war übrigens in der Zwischenzeit zu Ende gegangen und er wollte jetzt seinem Freund mal seine ersten Fänge zeigen. Und der ist sogar noch unangenehmer als er selbst. Sieht geil aus, Elvis. Auf jeden Fall ein niedliches Lächeln, die Kleine. Ja, und dann stellte der Freund Elvis auch noch die wirklich richtig wichtigen Fragen. Mich wundert eigentlich, dass der in der späteren Staffel nicht auch noch vorgekommen ist. Hast du die eigentlich schon mal im Bett gehabt? Oder? Nein. Auch Manfred ist in der Zwischenzeit wieder in Deutschland und schwärmt einer seiner Mitarbeiterinnen mal so richtig von seiner Eroberung Mila vor. Ha, das ist aber auch romantisch. Also ich habe noch nie eine Frau getroffen, die mich menschlich so sehr interessiert hat oder so gereizt hat wie diese Frau. Schön, nicht zuletzt, weil die Dame, mit der er da spricht, seine Ex-Frau ist, der dann auch gleich mal Milas überschwängliche E-Mails zeigt, die ein bisschen so klingen, als wollte sie ein Zeitschriften-Abo kündigen. Also, ein Zahl hat sie mir geschrieben, ich habe deine Mail bekommen, antworte ich morgen oder die nächsten Tage, küsse Mila. Oh nein, und deswegen muss Manfred dann auch irgendwann das Offenkundige selbst einsehen. So ein armer, armer Mann. Die große Liebe scheint er für die Ukrainerin Mila nicht zu sein. Währenddessen hat Walter es dann übrigens irgendwie tatsächlich geschafft, Natalia noch zu einem Date zu überzeugen. Und dann macht er im Innenhof auch noch Anstalten, sich hinzuknien und... Oh mein Gott! And, I would like to... No. Sollte sich... Naja, und was soll ich sagen? Die ganze Sache kam bei Natalia jetzt auch nicht wirklich besonders gut an, denn die hatte auch ziemlich viel Angst. Eigentlich verstreut man Rosenblätter zur Hochzeit und nicht zu einer Versöhnung. Ich habe mich sehr darüber gewundert. Und dann wollte Walter seine Herzdame eigentlich zu einem wundervollen Date auf einer Eisbahn entführen. Aber da gab es direkt die nächste Katastrophe. Oh nein. Closed. Oh nein, und darüber war Natalia dann natürlich auch ganz doll traurig. Oder auch nicht. Ich kann überhaupt nicht Schlittschuh laufen. Gut, dass die Eisbahn zu hatte. Ja, komisch. Das hätte doch jemand wie Walter, der sich immer so um seine Frauen sorgt, eigentlich wissen müssen, oder? Nee, natürlich eigentlich nicht. Denn nach Natalias Interessen hat er sich noch nicht erkundigt. Elvis hat sich dann übrigens entschieden, auch in Zukunft weiter nach Frauen in Osteuropa zu suchen und hat sich deswegen auch ein Profil angelegt. Top aktuell natürlich. Aber das Foto? Was? Ja gut, bin ja ich. Ja, ist ein bisschen älter, ne? Ja, und außerdem sollen sich die Frauen da halt auch nicht so anstellen, wenn Elvis jetzt ein paar Pfund mehr hat. Dann ist es halt einfach nur mehr, was sie lieben können. Verkaufe mich so, wie ich mich sehe. Und ich sehe mich nun mal so. Ne? Dann ist es aber irgendwie plötzlich beschlossen, dass er und Manfred jetzt zusammen nach Rumänien fliegen werden. Gut, dass Manfred sich da so klasse vorbereitet hat. Also mit Rumänien habe ich mich eigentlich noch gar nicht beschäftigt. Weiß auch nicht sozusagen, welche Frauen mich erwarten. Ja, überwiegend rumänische würde ich vermuten, aber ist ja eigentlich auch völlig egal. Walter hat Natalia währenddessen in ein sündhaft teures Restaurant geschleppt. Auch das kam wieder einfach nur klasse an. Anstatt mich in ein teures Restaurant einzuladen, wäre es besser gewesen, er hätte eine Dolmetscherin bestellt. Ja gut, aber mit der Frau reden und so ein Quatsch, darauf hat Walter doch überhaupt keinen Bock. Denn der hat doch was viel, viel Besseres zu tun. Denn Walter ist nur mit sich beschäftigt und macht Malen nach Zahlen.
Oh, wie toll. Und dann hat Walter für Natalia natürlich wie immer auch noch ein völlig überkandideltes und etwas seltsam aussehendes Geschenk gekauft. Nämlich einen 10-Euro-Armreif aus dem Kaugummi-Automaten. What is it? This is for you. Present for you. No, Walter. Thank you. Ja, und das kam jetzt bei Natalia gar nicht so richtig gut an. Und hier ist der krasseste Korb, den ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Bye. Okay, sorry. Ja, aber auch das konnte Walters Selbstvertrauen überhaupt nicht erschüttern. Und außerdem konnte er dann ja einfach 2 Portionen selber essen. Ach, er sieht halt in allem immer nur das Gute. Das ist die Psyche der Frauen, wenn einmal was angeknackst ist. Dann ist es sehr schwierig, das wieder in Ordnung zu bringen. Natalia hat dann währenddessen nochmal erklärt, was sie eigentlich alles gestört hat. Und um das vielleicht schon mal kurz zusammenzufassen, würde ich sagen, alles. Als der Kellner uns den Fisch brachte und Walter mir seinen Kinderarmreif schenken wollte, war es echt zu viel. Naja gut, und an dieser Stelle musste dann auch Walter einfach mal Schlussstrich unter die ganze Sache ziehen. Das hat wohl einfach nicht geklappt. Das Kapitel St. Petersburg ist für mich abgeschlossen und ich werde aufbrechen zu neuen Ufern. Genau, man kann ihm allerdings nicht nachsagen, dass er nicht wirklich noch alles probiert hätte. Sogar auf dem Weg zum Flughafen hat er noch viel zu junge Frauen angebaggert. Would you like to drink a coffee with me? No? Ja, und beim Kofferpacken hatte er auch ganz eindeutige Gedanken. Ich hoffe, in seinem Hotelzimmer waren echt viele Feuchttücher. Das wäre richtig schön gewesen. So schade. Manfred und Elvis sind in der Zwischenzeit im wundervollen sonnigen Rumänien angekommen. Und Elvis hat wirklich an alles gedacht, vielleicht sogar an ein bisschen zu viel. Was ist das denn? Das ist mein Stepper, mit dem halte ich mich fit. Ja, immer am Sport und so. Aha. Die neue Flirtvermittlerin Antoinette fand dann übrigens auch Elvis' Aussehen jetzt irgendwie nicht ganz so toll. Beziehungsweise insbesondere seinen Kleidungsstil. Also du willst so bleiben? Wenn sie mich wirklich liebt, dann wird sie mich akzeptieren. Ja, das stimmt. Und das ist ja eigentlich genau wie mit den zu vielen Pfund. Dann muss seine kommende Traumfrau Elvis eben auch noch Klamotten kaufen. Garantiert nicht. Walter hat zurück in Deutschland sich dann natürlich wieder die ganze Zeit wundervolle Bilder und Videos angeguckt. Und auch da ist, glaube ich, der Feuchttücherverbrauch schon wieder ziemlich hoch. Toll, wie sie tanzt, echt. Julia ist zu 100% Walters Typ. Ja, und deswegen hat Walter sich auch schon mal ein bisschen vorgestellt, was er mit ihr so anstellen könnte. Und ich habe mir das jetzt gerade auch mal vorgestellt und muss sagen, jetzt ist mir schlecht. Mein liebes Schwänchen, und zeig ich dir mal, wie Tango geht. Naja, und das Tolle an dieser Traumfrau ist nicht nur, dass sie richtig gut tanzen kann, nein, auch sonst teilt sie Walters Interessen. Und dann ist natürlich, dass die Diana sehr gerne auch Dessous anzieht. Ja, und deswegen musste Walter jetzt auch gleich nochmal die nächste Feuchttücherpackung aufreißen. Mein Mäuschen, ich sag's ja hier. Antoinette stellte Manfred und Elvis währenddessen dann übrigens die ersten Frauen vor. Und Manfred war gleich verliebt. Andrea ist meine Assistentin. Also bagger sie nicht bitte an. Ja, aber Manfred nahm dann einfach diesen Rat und warf ihn in die nächste Mülltonne. Ich werde schon schauen, ob ich die in den nächsten Tagen ein bisschen besser kennenlerne. Erstmal hatte Manfred jetzt aber ein anderes Date mit einer wundervollen Frau, für die er sich so wenig interessierte, dass er nicht mal ihren Namen kannte. Sorry, I forgot your name. It's Lina? No. Adina. Adina, okay. Adina. Ja, und bei Adina muss man ganz klar sagen, hat Antoinette wirklich gute Arbeit geleistet. Denn die ist wohl irgendwie blind und hat echt wenig Menschenkenntnis. Manfred sieht sehr gut aus, wie ich finde. Er ist okay. Schön, dann müsste sie jetzt ja eigentlich nur noch Manfred gefallen. Aber dessen Geschmack wird ja wahrscheinlich für immer ein Geheimnis bleiben. Das ist genau nicht der Typ Frau, den ich suche. Ja, okay, Manfred, du kennst sie aber noch gar nicht. Und da es auf innere Werte genauso ankommt, wäre es doch cool, wenn ihr jetzt mal ein bisschen miteinander reden würdet. Oder halt auch nicht. Manfred will sich eigentlich gar nicht weiter mit Adina unterhalten und schweigt lieber. Nee, aber das liegt jetzt natürlich nicht daran, dass Manfred ein oberflächlicher Typ ist, sondern er ist ein sehr oberflächlicher Typ. Wenn bei mir die Optik halt so gegen Null geht, dann bringt es alles nichts. Auch Elvis hatte währenddessen ein Date mit einer Frau, die ihrerseits auch fand, dass Elvis ein bisschen anders aussieht, als sie ihn sich vorgestellt hatte. Was genau kann sie denn damit nur meinen? Well, she's a little different, a few pounds. Das Gute ist allerdings, die scheint sowas wie Elvis' ganz persönliche Traumfrau zu sein, denn das war ihr tatsächlich völlig egal. It doesn't matter. Yes? Yeah. Oh, I think so too. Da die beiden sich durchaus ganz sympathisch waren, haben sie sich dann auch gleich für ein Date später am Abend in der Disco verabredet. Und interessanterweise hatte die Frau dann sogar gleich ein bisschen Angst, Elvis wieder verlieren zu können. Warum auch immer.
with a lot of girls there. I don't know, because Romanian girls are very beautiful. Da Walter ja leider nicht so schrecklich viele Freunde hat, ist er immerhin zu seinem Lieblingsitaliener gegangen, um dort dem Kellner mal seine kommende Traumfrau zu zeigen. Und um ganz nebenbei auch nochmal die hässlichste Jacke anzuziehen, die ich jemals gesehen habe. Siehst du mal, schau mal. Che bella. Veramente. Uno spettacolo. Ja. Ja, und außerdem hat Walter dem Kellner dann auch noch ein Kleid gezeigt, das er schon für die Frau gekauft hat, die er noch nicht mal kennt. Boah, das ist wieder mal eine verdammt weirde Folge. Und ich habe ihre Maße. Ja, ja, das ich habe ihre Maße, ja, und deshalb konnte ich das Kleid kaufen, verstehst du? Klasse. Und tollerweise hatte der Kellner für Walter dann auch noch Kleidungstipps, die sogar auch noch gestimmt haben. Weg mit dieser Krawatte. Okay. Du wärst so jetzt ein junges Mädchen, muss ein bisschen sportlicher sein. Soll ich das mal ausziehen, oder? Okay, diesen Anblick überspringen wir jetzt lieber mal, gucken zurück nach Rumänien, wo Manfred immer noch die ganze Zeit an Andrea denkt, die zwar nun einerseits blöderweise ja immer noch Antoinettes Mitarbeiterin ist, aber er hat bei der einfach vom Feeling her ein gutes Gefühl. Weil vom optischen Typ her ist sie eigentlich mein Typ, Frau, den ich suche. Elvis, der ja eigentlich von seinem Date bisher relativ angetan war, stellte dann übrigens mit Erschrecken plötzlich etwas ganz, ganz Schlimmes fest. Denn, oh mein Gott, diese Frau ist ja auch nur ein Mensch. Alter, hat die viele Leberflecken, ne? Also wirklich, das ist ja fast wie Sommersprossen, ne? Schrecklich, nee, und das ist natürlich für Elvis wirklich absolut unzumutbar, wie er uns mit diesem maximal unzutreffenden Vergleich auch nochmal klar macht. Es ist ja genauso als ich, wenn ich jetzt als Mann da hingehe und ich habe nur zwei Finger oder so. Ja, und deswegen entschied sich dann Elvis mit diesem Date auch das Einzige zu machen, was es jetzt noch retten konnte. Saufen. Apple Juice, Wodka. Honey, Wodka, juhu. Manfred nutzte die Zeit dann natürlich, um verbotenerweise noch ein bisschen mit Andrea zu flirten. Und erschreckenderweise dachte ich kurz, das klappt auch. 42. 42? Du hast eine junge Figur. Zum Glück hat Andrea dann aber nicht nur ein bisschen Menschenkenntnis, sondern auch noch Geschmack. Puh, ich habe mir echt kurz Sorgen um sie gemacht. He was too much aggressive in his flirting. Elvis war währenddessen übrigens einfach nur noch genervt von seinem Date. Ja, denn jetzt musste er sich ja die ganze Zeit mit dieser Frau beschäftigen. Wie ätzend ist das denn? Du kannst keine anderen Frauen angucken, so. Du kannst keinen Spaß haben, gar nichts. Du bist an der Alten gekettet so und kannst da nur blöd rumstehen. Ja, und dieses Verhalten und die 2,4 Promille, die sich Elvis in 7 Sekunden angetrunken hat, kamen natürlich nicht so gut an. Also passierte das, was immer passiert. All. I don't think I will meet Elvis after this night. Not anymore. Tja, und das war's dann leider auch schon wieder mit dieser Folge von Traumfrau gesucht. Wenn du jetzt noch mehr davon sehen willst, dann wäre das jetzt super cool, wenn du mir das durch ein Abo und natürlich auch durch einen Daumen nach oben zeigst. Und ich glaube, so ungefähr 5000 wären vielleicht ein ganz cooles Signal. Wenn du mir sonst natürlich noch einen Gefallen tun willst, kannst du auch noch sehr, sehr gerne bei meinem Merch-Shop vorbeigucken, wo es unter anderem diese wundervollen Sachen gibt. Aber das musst du natürlich streng genommen alles sowieso tun, denn sonst fehlen dir bald zwei Finger und du hast ganz viele Leberflecke.